immer so diese Mini-Ecke neben meinem Sofa, denke immer, oh, ich muss den ganzen Müll mal ausmisten. So ganz viel Papier, was ich da immer hinwerf. So Zettel und Dokumente und bam, Fettcola drauf, ne? Tja, es kommt so, wie es kommen muss. Jetzt ist die Ecke schön sauber, weil ich die ganzen Papiere weggeschmissen habe. Lol. Ja, da stapeln sich alte Fernsehzeitungen bei mir. Jetzt. Weil ich, Oh, ja, verdammt, weil ich ich bin immer zu zu früh. faul bin, die Nein. wegzuwerfen. Das ist nicht so geil. Ich werf die Ungeil, nie ungeil, weg, ungeil. weil da immer so schöne Frauen drauf sind, weißt du. Ah, ja, ich schneide die immer aus und klebe sie in meinen Poster. Alter. Ich habe nichts gesagt. Nein. Ich hab ne Mappe, da sammle ich Ich Lieblingsbilder. habe jetzt ganz viele Nein, war ein Rucksäcke. Scherz. War ein Witz. Ich habe Auch jetzt ich. ganz viele Rucksäcke. Das ist voll lustig. Ich habe mir von jedem Rucksack, den es gibt, einen gemacht, damit ich jetzt auf Weltreise gehen kann. LOL, guck mal! Ich drehe mich einmal um und schon ist der Tank voll. Guck mal ganz kurz. Heftig, Alter. Guck mal, der ist einfach so voll. Und der wird jetzt durchgehend voll sein. Lol. Nicht immer, irgendwann ist der See alle. LOL, soll ich mal... Nee, noch nicht. Wir gucken später mal in den Nether und gucken mal, wie das so ist. Aber jetzt noch nicht. Oh, ich würde jetzt so gern mal gucken. Geh doch. Kannst du dir angucken. Soll ich dir eben zeigen? Nein, ich werde es schon finden. Ich baue mir jetzt mal ein Boot, denn ich werde nun auf Weltreise gehen. Ob du das möchtest oder nicht? Alleine. Ja, du kannst gerne mitkommen, wenn du magst. Aber ich suche nach was und ich wollte eigentlich Zeit sparen, deswegen. Ja, ich werde dir einfach nur stumpf die ganze Zeit folgen, okay? Puh, okay. Warte, ich baue mir mal ganz schnell eine Kiste, um da mein jetziges Zeug, Inventar, was ich immer brauche zum Arbeiten, wo ich das reintue, damit ich es gleich wieder schnell hab. Ja, so, wo willst du die Steine hin haben? Ich habe schon mal einen Stack Steine für dich. Kannst du mir geben, bitte? Müsstest du jetzt Danke. haben. Ich hatte mir jetzt auch einen Stack gemacht, jetzt habe ich zwei. Es reicht erstmal, das ist gut. Nur in der Lava-Höhle verbraucht man unwahrscheinlich viel. Ja. Das ist heftig. Ich hasse diese Creeper-Löcher. Also, müssen die echt mal alle stopfen. Oh, stopfen. Steak, nehme ich mal 30. So, auf jeden Fall Kescher. Warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Entertaine mal für mich. Gut, also ich überlege mir jetzt mal, ob ich meine Spitzhacke mitnehme. Eigentlich habe ich nicht vor zu minen. Weltreise ist halt Weltreise, aber man findet immer mal eine Höhle und dann denkt man sich, ich gehe mal kurz rein und zack, ist man schwanger. Nein, und zack, ja, baut man wieder Erze ab in der Mine. Ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Ich bin so ein leidenschaftlicher Miner und Käfer. Und deswegen nehme ich meine Spitzhacke nun doch mit. Imker-Rucksack nehme ich auch mit, weil ich so gerne diese leuchtenden Viecher da abbau. Normal halt, finde ich. Und ja. Bergarbeiter-Rucksack nehme ich, wie schon gesagt, gerade mit. Dann nehme ich meine zwei Kescher mit. Und 30 Steaks, meine ganzen Fackeln. Hierzu gerade alles auf, was du heute gegessen hast, oder was? Ja, Deine ganzen Roast Beef, Fackeln. Hühnchen, Pizza. Oh ja, Nein, ich zähle auf, was ich mitnehme. Okay, ich trinke mal eben ganz kurz was. Hört man voll lustig. Warte mal ganz kurz. So. So, kommst du? Warte, ganz kleinen Moment, ich guck mal, ob ich irgendwas Wesentliches vergessen Sag habe. mal, warum wachsen eigentlich die Kakteen so schnell? Habe ich aber anders in Erinnerung. Ich irgendwie auch, obwohl, ne, weiß nicht. Ich habe das anders in Erinnerung. Und wenn ich das so habe, dann ist das so. Warte, ich muss mir ein Schwert neues machen. Gut, ich mach mir mal. Oh Scheiße, jetzt habe ich hier. Das ist ja nicht gut. So, ich habe aus Versehen eine Leiter gesetzt. So, ich mache mir jetzt mal ein grünes Schwert und eine grüne Dings da. So. Grüne Axt. I tell you what I want. Oh nein.
Oh nein, I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you really, really want. Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Das ist so mies. Das ist echt wirklich gemein. So. Hahaha. Jetzt habe ich eine grüne Axt. Und jetzt habe ich ein grünes Schwert. Mein Gut, dass ich noch ein Stick über habe. Weil jetzt habe ich zwei Sticks. Wow. Ich hatte ein Stick und ein Stick. Jetzt habe ich zwei. Jetzt kann ich mir dann notfalls noch ein Werkzeugsteils-Dingskirchen machen. So, Crafting Box nehme ich mit, weil ich keinen Bock habe, unterwegs einen Baum fällen zu müssen, obwohl ich eine Axt mit habe. Nur aus diesem Grund. Wow. Ja. Ich würde sagen, ich bin bereit, obwohl ich muss mal eben noch was entsorgen hier. Boah, ich habe so wie Bienen mit, ey. Das ist schlimm. So, die beiden Leiter-Dingers in der Kiste. So. Ich würde sagen, jetzt kann ich zu Robin gehen. Ja, ich bin fertig. Wo ist er denn? Na, wo ist er? Ausgezeichnet, tut mir leid. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin hier bei den Bienenstöcken. Hab die gerade mal eben neu eingedaddelt. So, ich bin bereit. Kann losgehen, Süßer. Sofort. Irgendwie. Sag mal. Komm aus mir so eine lila Bläschen. Das ist Regeneration, das ist, wenn du neben kaiserlichen Bienen stehst. Ist ja geil. Letztes Mal schon gesagt. Echt? Ja. Ich habe letztens ein ganzes Steak geopfert, nur um einen halben Ponga-Punkt zu füllen, um noch Herzen dazu zu bekommen. Ja, ich bin hier gerade mal ein bisschen abgelenkt, weil. Ja, weil meine Katze hier gerade irgendwie, weiß auch nicht. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja. So, ich bin jetzt sozusagen da, wo das Dorf später hinkommen soll. Lol, das glaubst du jetzt nicht. Was? Vom See fehlt noch gar nichts. Irgendwie. Was fehlt noch? Echt jetzt? Ach so, das wird wahrscheinlich ganz am Rand sein oder so. Das wirst du gar nicht sehen. Irgendwo wird schon sein. Das werden wir später mal sehen. Aber egal, kommst du jetzt? Ach, du bist im Nether. Ja, warte, ich komme wieder zurück. Wo kann das sein, dass es gar nicht zwei Seen sind, sondern ein großer? Dass er unterirdisch verbunden ist. Das kann natürlich sein. Das glaube ich ja nicht, weil ich weiß nicht, wie der Nether insgesamt aufgebaut ist. Habe ich mir noch nie so richtig angesehen. Also was die normalen Biome angeht, da habe ich mir schon sogar die Biomcodes manchmal durchgelesen. Und dann habe ich gekotzt, weil das so viel für mich war. Aber immerhin weiß ich sie. Das ist bei Nether immer so ein bisschen... Scheiße, ich habe kein Boot. Ich habe eins. Soll ich eben mit dem Boot fahren und dich teleportieren? Oder kannst du hier so lange was machen? Was? Ich mach mir auch eben ein Boot. Du kannst ja in der Zeit vielleicht noch irgendwas Spannendes machen, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit aufhalten. Was mache ich denn da mal Schönes? Keine Ahnung, dein Haus weiterbauen? Samen sammeln. Es ist spannend, aber ich brauche ganz viele Samen. Normale Samen, nicht irgendwie... Für Seedöl? Ja. Also mit Flexseeds kann ich nichts anfangen. Ja, cool. Und das sind die, die ich hier am meisten kriege. Lol, in welchen Rucksack gehen jetzt die... In welchen Rucksack gehen jetzt die Seeds? Also in Schürfer-Rucksack schon mal nicht. Förster-Rucksack, das würde angehen. Ja, die gehen in Förster-Rucksack. Echt? Aber es ist da irgendwie nicht Holz. Ja, Förster kümmern sich eigentlich auch nicht nur um Holz, sondern um den Wald an sich. Die töten Tiere. Oh, ist das auch so, wenn man irgendwie jetzt Viecher killt, das Mobs killt, dass ich man dann... Ich glaube, das kommt in Jäger-Rucksack. Ach, stimmt. Ich wusste nicht mehr, dass es Jäger-Rucksäcke gibt. Ich dachte, es immer die heißen Abenteurer-Rucksack. Was? Da wo Mobs-Zeugs reinkommen. Keine Ahnung. Da, Abenteuer-Rucksack.
Wo ist denn der normale Abenteurer-Rucksack? Gibt's den überhaupt? Wo kann ich denn, wenn ich Bienen besitze, wo soll ich die hintun? In die eine Truhe dann neben meinem Bett kannst du die gerne reintun. Neben deinem Bett, okay. Weil die neben den Bienenzuchtanlagen, da sind ja nur so wichtige Sachen wie genmanipulierte und Jelly Royale drin, deswegen. Ja, da brauchst du keine reinpacken, das. Nee, das bringt dir ja nichts. Da sammelst du ja nur so wertvolle Sachen wie Jelly Royale. Ja. Ich hatte noch ein Boot, okay. In welche Richtung? Da wo wir immer früher waren, da gehen wir weiter. Da hinter der Wüste, da werden wir jetzt weiterreisen. Hauptsache ich ramm dich nicht, das wäre gay. Das wäre echt gay. Ja, das wäre so richtig homoerotisch. Du folgst mir einfach, ja? Kommst du mit? Also sag einfach Bescheid, wenn du nicht mehr mitkommst. Oh mein Gott, wo bist du? Oh mein Gott, ich sehe dich nicht. Du weißt ja eigentlich, in welche Richtung das ist. Oh mein Gott, hier... Oh nee, doch nicht. Da war so ein Riss. Oh mein Gott, hier ist Öl. Nein! Scheiße, ich wollte ja nicht wieder durchfahren. Naja, gut. Einmal reicht. Oh nö, jetzt ist hier wieder dieses, entweder ist, sind das, ah ne, 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 schon gut, ich dachte, hier wären wieder diese Rifts. Da müsste jetzt auch gleich Land in Sicht sein, hier irgendwo. Und das wolltest du ja sagen, dann lass ich's. Na, mach du ruhig. Land in Sicht. Und da ist sogar noch meine Markierung, ich bin so cool. Ah, da ist wieder so ein, ne, das ist kein Rift, Mann, das ist ein Tintenfisch. Alter. Ja, Katze. Ich habe jetzt 6 Öleimer. Cool. Alter, die Katze. Öleimer can produce 3,0 Millijoule. Megajoule. Nee, Minecraft-Joule. Minecraft-Joule. MJ sind Minecraft-Joule. Ob du es glaubst oder nicht, eigentlich müsste es heißen Megajoule im Real Life, aber das sind eigentlich Minecraft-Joule. Oh mein Gott. Ich komme gleich wieder, meine Katze miaut hier wieder. Lol, hier sind wieder Endermänner. Ich töte mal ein paar Endermänner. Mann, dieses verdammte Boot. Komm da nicht rein. Bin ich jetzt dumm? Hä? Hä? Irgendwie bin ich dumm. Ja, das bist du. Hast du nicht hingefunden oder was? Nein, nicht das. Ach, du bist schon da oder was? Nein, mein Boot ist einfach weg. Lol. Weiter geschwommen? Als du ausgestiegen bist oder so? Nein, das stand hier die ganze Zeit und jetzt ist es einfach bei dieser mysteriösen Stelle, wo die Endermänner immer spawnen. weg teleportiert oder so. Kann das sein? Das weiß ich nicht ganz. Eigentlich sollten das Rifts alleine nicht tun. Das dürften die eigentlich nicht. So wie ich das verstanden habe. Das dürfen die nicht! Also wenn du bereit bist, kannst du dich zu mir teleportieren. So, mein Mikro ist irgendwie blöd. Oder wie viele Notizen? Ja, jetzt habe ich mein Boot im Inventar. Lol. Also hier sind auch noch viele Höhlen. Hier könnte man später mal herkommen, um caven zu gehen, wenn man viel Kupfer brauchen sollte oder so. Weil Kupfer habe ich nicht so viel. Ich habe ganz viel Eisen, Zinn, Silber.
Mir fehlt in dieser Map auch verdammt viel Kupfer. Das Dumme ist ja, dass du Kupfer in Höhe 10 und so nicht findest. Also schon, aber selten. Der ist mehr so höher gelegen. So wie, obwohl Kohle findest du in jeder Höhe. Hier war das sowieso ein bisschen doof. Ich meine, die ganze Zeit habe ich Spinnen getötet, nur um Wolle machen zu können, und dann ist hier so ein Wolleblock, also eine Lampe. Ja. I'm so a failure. Oh, hier ist noch Kirschwood Planks. Ja, das war noch Zeit. Ich gehe mal ein bisschen durch die Wüste. Ach, du bist schon am Festland. Schon lange. Ich dachte, du wärst auch schon da, weil ich ja weg war kurz. Alter, mein Ticket leckt so hart. Ich bin gleich wieder da. Mann, Mann, Mann. So, T/TP Multidermon Hunter. Mal gucken, wo er gerade ist. Dieser Spieler konnte nicht gefunden werden. Interessant, nicht wahr? Ich krieg gerade voll hart Damage. T/TP Multidermon Hunter. Dieser Spieler konnte nicht gefunden werden. Mysteriös. Ach so, ja, heißt der in Minecraft nur Multidemon Hunt. Oh. T/TP Multidermon Hunt. Okay. Ich sehe gerade gar nichts. Schräg. Verbindung trennen, mehr Spieler. So, komme ich noch mal rauf. So, geht doch. Wüste, mal gucken. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht sehe ich hier irgendwo Bienenstöcke. Ich sehe ein Licht. Ach nee, ist nur Lava. Schade. Oder? Ja. Irgendwie kommt mir die Wüste hier sehr bekannt vor. Ach, hier waren wir schon. Ja, dann werde ich hier auch keine Bienenstöcker finden. Ich gehe da sehr gründlich vor. Oh, ich habe eins gefunden. Nein. Ich werde nun etwas Verrücktes tun. Ich werde mich umbringen. Oh, schade, dass du nicht mit aufnimmst, sonst hätte ich nämlich dein Bild einfach mal reingeschnitten. Zwischendurch. Ja, das wäre gut, weil ich dann, weil ich die ganze Zeit beschreibe, was ich mache, und man kann es einfach nicht sehen. Kommt noch, ab Sommer. Pyramide gefunden. Lol, jetzt siehst du auch. Toll. Stand die da schon immer? Ja. Ich bin mir sicher. Lol. Nein, ich meine, hier war ich ja noch nie, also von daher muss sie ja immer hier gestanden haben. Dass sie im Wasser stehen können, wusste ich noch nicht. Hab ich auch noch nie gesehen. Toll, Waben kriegt man natürlich wieder nicht in den Imker-Rucksack. Sei Peter. Lustig.
Lol, da ist nichts rausgekommen. Doch jetzt. Lol, Jonas? Oh oh. Oh oh. Ein paar kleine Schwierigkeiten. Bis gleich.